Hallo. Ich hoffe, dass wir Essen, das wir dem Captain eher brauchten, hat nicht so eine Krankheit verursacht. Das ist der Grund, warum wir niemals aufhören dürfen, weniger auf die Reinlichkeit zu achten. Oder irgendeinen ekligen Saubermachaufgabe. Irgendeine vergessene Saubermachaufgabe kann Krankheiten verursachen. Besonders bei älteren Passagieren, wie dem Captain, die ein schwaches Immunsystem haben. Sagt dir irgendwas Interessantes? Entschuldige mich, hast du irgendwas hier zu tun, Tibi? Ich will dich ja nicht verdächtigen, aber nach den letzten Vorfällen muss ich aufpassen, dass nichts Komisches hier in der Küche beim Essen vorbereiten passiert. Ich... I found out it was one of our own workers, but there have been many passengers. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn ich herausfinde, dass es einer unserer Angestellten ist. Aber da waren so viele Passagiere in letzter Zeit, die hier außen eingingen, deswegen kann man es nicht genau sagen. Oh nö. Hyper Potion! Okay, hier kann ich Trashcans durchsuchen. Great Ball, jawoll, Super Ball. Was ist los? Ich möchte nicht gestört werden. Da ist jede Menge Essensarbeit, die getan werden muss. Anrichtarbeit. Und es ist so wenig Platz, in dem ich arbeiten muss. Wir haben hier nicht gerade die größte Küche. Charles. Moin, moin. Okay, jetzt habe ich hier this mime to do dish cleaning. That Mr. Mime are ubiquitous around the ship to do the more mindless chores. Okay, der trainiert den halt, dass er den Abwasch macht. Okay, der Charles wahrscheinlich. Kennst du das Sprichwort Affe sieht, Affe tut? Pantomi. Wie heißen die Dinger? Pokémon Pantomime. Wie heißt es? Pantimos, genau. Pantimos ist genauso beeindruckend mit der Nachahmungsfähigkeit. Aufgrund ihrer menschlich geformten Körper und der angeborenen Fähigkeit nachzuahmen, sind die besten Pokémon, um sie ihnen Aufgaben anzunehmen, die Menschen machen müssten sonst. Okay. Ich frage mich, was dieser komische Typ in dem schwarzen Anzug vorher in den Mülleimer geworfen hat. Ich habe allerdings keine Zeit, irgendwas davon zu überprüfen. Ich habe doch einen Hypertrank rausgeholt, ne? Ist empty. Und Superball. Oder bin ich doof? Backpack. Genau, eine Hyperpush. Hypertrank sogar. Nicht ein Supertrank, ein Hypertrank direkt. Brauche ich doch nie und nimmer bis jetzt. Und. Seismic Toss, also das ist der Kampfangriff. Hier Aquaknarrer. Takedown. Mega Kick. Old Rod. Old beat up fishing rod, use it by any body of water to fish for wild aquatic Pokémon. Ein Pokéball habe ich auch noch hier, genau, ein Superball habe ich rausgeholt. Gut, High Pokémon Pokéball that provides a higher Pokémon catch rate than a standard Pokéball. Okay. No, Nase! Komm klar, so den Mason da unten habe ich nicht angesprochen. Mason, du warst. Also gehört, dass ein
Snorlax. Relaxo an Bord des Schiffes ist. Zum Glück ist es nicht meine Aufgabe, Pokémon-Essen zuzubereiten. Die fressen wohl ziemlich viel. Okay, ich habe hier niemanden gefunden, der verdächtig ist. Also der eine Typ, der was von einem Schwarzen erzählt hat, der da irgendwie so rumgefuhrwerkt hat. Aber ihr wollt nicht gegen mich kämpfen. Schweinerei. Okay. Nee, raus will ich eigentlich nicht. Ich will erstmal den heilen. Heilen. Jo, jetzt bin ich in der zweiten Etage. Wenn ich jetzt heilen muss, muss ich halt ewig weiterlaufen. Das ist kacke. Gentleman Nick. Hallo. Hallo, Jungspund. Wie bist du denn an Bord gekommen? Ach, der hat halt wieder Akani. Oh, nee. Nee, Fukano heißt das nicht. Akani. Kann ich die weiterentwickeln. Was ist denn wieder Fukano? Happy. Jetzt muss ich wieder groß machen, wie ich sehe, ne? So, machen wir auf Ada. 211 inzwischen schon, okay. Blobstrahl! Tot. 900. Blobstrahl! 3800. Da kriege ich 80% mehr. I see, okay. War dem wohl gereicht, dass ich ihm einmal richtig schön den Power versohlt habe. So, du scheinst. Hier scheint irgendjemand mit Tragosso und Dingens rumzurennen. Hallo, du bist jetzt im Bereich der reichen Kindchen. Die Leute hier, die Trainer, haben die Möglichkeit, seltenere Pokémon in den Kampf zu führen. Ja. Ein bisschen Snorbelikard. Mega Drain. Sie ist nicht sehr effektiv. Heyday. Go with Pikachu! Ich kann jetzt wieder so einen üblen Dicken reinhaut. Okay. Werd mal paralysiert, du Scheißvieh! Was ist für ein Pokémon? War das nicht auch Boden, wo Wasser gegen effektiv ist? Ein Bodengeist oder so ein Quatsch ist das doch? Boomerang, Misses. Blubstrahl. Jawohl. Okay. Lief nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Ich dachte, die unteren Bereiche werden dafür gebaut wurden, die armen Leute zu beherbergen. Was machst du in diesem erste Klasse-Bereich? Oh, sehr gut, dass ich gerade mein Wasser-Pokémon vorgestellt habe. Dann kann ich dir jetzt nicht den Arsch versauen, du scheiß eingebildete Tussi. Wisse? Bam. Ja, ins Gesicht. Erstmal hier der 25. So. Die gebe ich auch mal einen Biss. Ran. Jetzt ruhig mal flinchen können. Dann hat die einen Blubstrahl. Macht nicht so einen Unterschied. Die Furious Vibes haben die Tendenz, ziemlich häufig anzugreifen. Was Protect? Schutz? Glaube ich. Schutzschild.
Schützen Anwender vor Schaden und Effekten von Attacken, die in derselben Runde gegen ihn eingesetzt werden. Anstatt Tackle mal, oder? Nur weil du eine reiche Person besiegen kannst, heißt das nicht, dass du dich... Affluent? Was ist denn affluent? Dass du genauso wohlhabend bist wie eine. Okay. Bist du auch noch so ein Spacko? Nintendo GameCube, lame. Meine Familie hat eine Wii U und so ziemlich jedes Spiel dafür. Ich liebe es, in einer reichen Familie groß zu werden. Oder zu leben. Ja, du bist ein Arsch und ich muss mal heilen gehen. Den Gentleman, Walter, hab ich ja schon besiegt. So, Sailor, du bist wieder aus von meinem Beauty, oder? Ja. Was machst du in der Segler-Lounge? Warum habt ihr denn alle einen Marschock? Sandgrab. Buddler. Nee, Schaufler, nicht Buddler. Dass er einen Knockoff halt trotzdem trifft, finde ich krass. Okay, irgendwie war Sandgrab deutlich effektiver als was ich vermutet hätte. Ist Schlitze effektiv? Nee. Irgendwie nicht. Wow, super effektiv. Star Power. Tschüss. Guter Kampf, Junge. Nimm das, es wird dein Pokémon-Repertoire erweitern. Warum denn noch einen fucking Seismic-Toss? Oi, Kumpel. Ich wollte jetzt sogar Pause machen, aber ein Pokémon-Kampf ist auch eine gute Pause. Du hast endlich mal Wasser-Pokémon. Ja! Mega Drain. Ja, ist mir doch bewusst. Schreib so viel du willst. Moment, warum ist er so ineffektiv? Warum ist er so ineffektiv? Ich hab mich irgendwie wieder voll, ne? Ah, rap halt so viel du willst. Macht ja gar keinen Unterschied. Wenn mich immer wieder voll heile an dir. Oder fast zumindest. Du bist halt Kacke-Tentacher. Tentakul. Tentakul. Wird aus XP, Level 25. Mega Drain. Das verdient jetzt gut. 2500 XP, Level 26. War direkt ein Level, ne? Das ist sogar ein halbes Level quasi. 5000 XP. You have the upper hand, I'm afraid. Du hast die Überhand. Gut gemacht, Kumpel. Hm. Ich dachte, ich könnte in Frieden pumpen. Aber wenn hier überall nur Trainer sind, kann man unten im Handelraum nicht trainieren. Sterne, du! Dann wird gemega-drained. Anschauer. Arschkicks. Absurd.
Level 27. Ich würde ja vor Level 25 entwickeln, ne? Hat ja gut funktioniert. Ich vermute, es wird nicht gut enden. Nope. Nope. Au. Elektroball macht nicht genug Damage. Tut mir leid, Pikachuchen. Blipstrahl. Rosa XP. Guter Kampf. Ich dachte schon, ich besiege dich locker, wie ich alle anderen unten auch besiegt habe. Nee, hast du nicht. Jetzt muss ich wieder heilen gehen wegen dir. Das war der dritte Raum.